Puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Da La Gomera für normale Passagiermaschinen keinen geeigneten Flughafen hat, flogen wir zuerst nach Teneriffa. Von dort ging es dann weiter mit einem der modernsten Fährschiffe. Las veces que me ha visto llorar. Dieses wird nicht mehr mit herkömmlichen Schiffsschrauben angetrieben, sondern mit Wasserstrahldüsen. Hoch über dem Meer auf einer Felsenklippe thront das von dem deutschen Architekten Kurt Konrad entworfene Hotel Tessina. Sobald man eines der Portale durchschreitet, eröffnet sich eine Welt für sich. Die geschmackvollen Bauten genügen selbst höchsten Ansprüchen. Wer sich hier einmietet, darf gehobenen Komfort gepaart mit exotischem Flair erwarten. Die aneinandergereihten, in kanarischem Stil erbauten Bungalows sind umgeben von tropischen Gärten und Bananenplantagen. Wie bei anderen Clubanlagen dieser Art muss man auch das Hotel Tessina während der Urlaubstage nie verlassen, denn es gibt fast alles, was das Herz begehrt. Neben Squash, Badminton, Tischtennis und einem gut ausgestatteten Fitnessraum stehen auch 5 Tennisplätze mit Flutlicht zur Verfügung. Für anschließende Erfrischung bietet sich ein Sprung ins wohltemperierte Nass eines der verschiedenen Pools an. Nun, wir hatten allerdings nicht vor, den gesamten Urlaub nur in der Hotelanlage zu verbringen. Am zweiten Tag unseres Aufenthalts machten wir einen Ausflug zu Los Organos. Die Küste, die wir entlang fuhren, ist wild und steil, von Badestränden keine Spur. Im Süden der Insel ist das Meer relativ ruhig. Wenn man jedoch um die Insel herum nach Norden fährt, gerät man in die windgepeitschten Wellen des offenen Atlantik. Wie von Menschenhand gemeißelt, steigen die prismatisch geformten Basaltröhren, die in ihrer gleichmäßigen Anordnung und Gestalt an Orgelpfeifen erinnern, an der Felsklippe von Punta de las Salinas aus dem Meer auf. Diese natürlich entstandenen Säulen, die zu den beeindruckendsten der Welt zählen, haben sich gebildet, als der Kern eines ehemaligen Vulkanschlotes abkühlte. Die Brandung hat sie dann über Jahrmillionen freigelegt und erreichen bis zu 80 Meter Höhe. Da die Wellen ziemlich hoch sind, sollte man für diesen Ausflug seefest sein. Auch wir waren froh, als wir einige Stunden später zurück im Hotel wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Nachdem wir nun endlich unser Auto bekommen hatten, starteten wir zu unserer ersten großen Wanderung. Das Ziel war die Besteigung der Fortaleza eines Tafelberges. Ein alter Hirtenpfad führte uns zunächst durch eine einsame Landschaft. Bald erblickten wir in der Ferne das Ziel unserer Begierde und gleichzeitig stiegen erste Bedenken in uns auf. Langsam näherten wir uns und mussten uns teilweise den Weg durch dichtes Buschwerk bahnen. Je näher wir der Fortaleza kamen, umso mehr fragten wir uns, wie wir da wohl hinaufkommen sollten. Es wurde immer steiler und die Kletterei immer mühsamer. Nachdem wir so weit gekommen waren, wollten wir natürlich nicht aufgeben und kletterten höher und höher. Endlich hatten wir es geschafft. Das Gipfelplateau war erreicht. Der Abstieg war noch mühsamer als der Aufstieg und dann folgte noch ein ziemlich langer Rückmarsch bis zu unserem Auto. Am späten Nachmittag waren wir sehr froh, wieder in unserer Hotelanlage zu sein, die wir dann auch richtig genießen konnten. Aber schon am nächsten Tag starteten wir zu neuen Abenteuern, gemäß unserem Motto, auf zu neuen Taten, auf zu neuen Abenteuern. Unser Ziel war diesmal der Hexenwald. Dies ist ein Teil des Nationalparks Garachonay. Der Nationalpark nimmt fast ein Drittel der Inseloberfläche ein. Seit März 1981
stehen Flora und Fauna unter Naturschutz und 1986 nahm die UNESCO das Areal mit seinem einzigartigen Bosque del Cedro, dem Zedernwald und dem artenreichen Lorbeerwald in die Liste der schützenswerten Kulturgüter auf. Stolz ist man auf den Lorbeerwald, der als besterhaltener der Welt gilt. Zahlreiche Strauch- und Krautpflanzen, Baumheide und über 50 Farnarten, die teilweise bis zu 1,50 Meter hoch werden, bilden den Unterwuchs. Der Wald ist ein Mischwald aus Zedern, Wacholder, Erika-Gewächsen und Lorbeerbäumen. Nach der Rückkehr zum Auto fuhren wir weiter zum Valle Gran Rey, zum Tal des Großen Königs. Das langgezogene Tal mit seinen unzähligen Terrassen, die sich über viele Kilometer bis hinunter zum Meer erstrecken, gilt als das schönste der Insel. Steile Felsmassive begrenzen die Schlucht, durch die sich in zahlreichen Kehren über atemberaubende Abgründe die Hauptstraße hinab zum Meer schlängelt. In einer dieser Kehren versteckt sich am Mirador del Palmerejo das hervorragende Aussichtsrestaurant gleichen Namens. Mit unverkennbarer Handschrift schuf César Manrique, der wohl bekannteste Multikünstler der Kanarischen Inseln, einmal mehr ein architektonisch landschaftsverträgliches Meisterwerk. Am Nachmittag erforschten wir weiter unsere Hotelanlage. Wir kamen zu einem kleinen Platz am Rande der Klippen. Dort führt ein Lift im Felsen hinunter an den steinigen Strand und den unteren Teil der weitläufigen Hotelanlage. Dort unten befindet sich noch ein Swimmingpool, ein Restaurant, Minigolfplatz und die Taucherstation. Nachdem man mit dem Lift hinuntergefahren ist, muss man durch einen Stollen ins Freie gehen. Am nächsten Tag beschlossen wir, mit dem Auto eine Rundreise zu machen. Ein Fußweg führte uns durch den Wald zu den Corros de Epina. Die knorrigen Stämme der Bäume sind reich mit Flechten bewachsen. Dem dunklen Waldstück verleihen sie eine nahezu unheimliche Atmosphäre. Sicherlich nicht zuletzt deshalb galt diese Gegend als Geister- und Hexenwohnsitz. Dem Quellwasser werden besondere Eigenschaften zugesprochen. Es soll bei Krankheiten den Heilungsprozess beschleunigen und zum anderen dazu beitragen, dass heiß ersehntes Liebesglück in Erfüllung geht. Der Aberglaube unter den Einheimischen ist jedenfalls groß und so kommen sie von weit her, um das Wasser in Flaschen abzufüllen. Weiter ging es nach Valle Hermoso und von dort wieder einmal an einen der wenigen Strände. Selbst gute Schwimmer meiden der starken Brandung und der gefährlichen Unterströmungen wegen den Strand von Valle Hermoso, obwohl er von einer beeindruckenden Naturkulisse umgeben ist. Weiter ging es nach Agulo, einem wunderschönen kleinen Ort mit alten Gassen, welche wir durchstreiften. Auch von hier sieht man die Insel Teneriffa mit dem fast 4000 Meter hohen Teide. Durch den Parque Nacional de Garajonay im zentralen Teil der Insel. Bald kamen wir zu dem zuckerhutförmigen Roque de Agando. Von 1000 Meter Höhe aus steigt der bizarre Basaltfelsen, der sicher der beeindruckendste Zeuge des ehemaligen Vulkanismus auf Gomera ist, auf 1250 Meter Gesamthöhe fast senkrecht an. Wie auf dieser Zeichnung zu ersehen, ist der Roque de Agando der stehengebliebene Basaltschlot eines ehemaligen Vulkans. Die ihn umgebenden Erdmassen sind im Laufe der Jahrtausende wegerodiert. Wie immer waren die Nachmittage im Hotel erholsam und sportlich. Die nächste Wanderung führte uns in einen abgelegenen Teil im Norden der Insel, außerhalb des Nationalparks.
Zurück im Hotel genossen wir ausgiebig Swimmingpool und Bar. Nächste große Wanderung führte uns in das Zentrum des Nationalparks. Die alten Lorbeerbäume, die Höhen zwischen 20 und 30 Metern erreichen, tragen wesentlich zum Gleichgewicht des Wasserhaushalts bei, denn an ihren Blättern kondensiert die Feuchtigkeit. Sie kämmern die Wolken aus, heißt es treffend in der Fachsprache. Auf diese Weise tropft Wasser auf den Waldboden und schafft so die elementare Voraussetzung für die feuchtigkeitsliebende Vegetation. Der Nachteil für den Wanderer ist, dass er bis auf die Haut durchnässt wird. Mit den meterlangen Bartflechten, die von den Bäumen herabhängen, erscheint diese grüne Hölle als eine beeindruckende Mischung aus Märchen und Regenwald. Trotzdem wir nach dieser Tour rechtschaffen müde waren, beschlossen wir doch noch die Besteigung des Karachanai, des höchsten Berges der Insel, durchzuführen. Grund dafür war das ausnehmend gute Wetter ohne Wolken. Der Weg zum Gipfel führt durch dichten Regenwald. Oben angekommen, waren wir ziemlich K.O. Trotzdem genossen wir die herrliche Aussicht. In der Ferne wieder Teneriffa mit dem Teide. Mit Stolz blickten wir auf die Fortaleza, welche wir am Anfang unseres Urlaubs bei unserer ersten Wanderung bestiegen hatten. Am Rückweg ins Hotel beschlossen wir noch einen Abstecher zu einem der ganz seltenen Drachenbäume zu machen. Am Weg dorthin kamen wir an alten Bewässerungskanälen vorbei. Der Drachenbaum wird bis zu 20 Meter hoch und hat hellgraue, plumpe Äste, an deren Enden lange, schmale, sternförmig angeordnete Blätter stehen. Bei den alten Guanchen spielte der Drachenbaum eine mythische Rolle. Er galt ihnen als heiliger Baum, in dem gute Geister hausten. Der beim Anritzen der Rinde austretende Saft färbt sich an der Luft rot wie geronnenes Blut, das Drachenblut, und verfestigt sich zu einer gummiartigen Masse. Diesen Saft sollen die Guanchen zur Einbalsamierung ihrer Toten verwendet haben. Wie immer der erholsame Spätnachmittag und Abend. Oye la confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto con tres palabras te diré todas mis cosas cosas del corazón que son preciosas.
Der nächste Ausflug führte uns zur Abwechslung in den Osten der Insel, weit weg vom Parque Nacional und damit auch weit weg vom Regenwald. Wir fuhren mit dem Auto auf einer Schotterstraße, soweit es ging, und begannen dann unsere Wanderung auf einem schmalen Berggrat in Richtung der Cuevas Blancas, welche auf einer Hochebene liegen. Die Hochebene erreichten wir, die Höhlen fanden wir allerdings nicht. Also kehrten wir unverrichteter Dinge wieder um. Wieder beim Auto angekommen, wechselten wir die durchschwitzten Hemden gegen trockene aus und fuhren auf dem abenteuerlichen Weg wieder hinunter nach San Sebastian, der Hauptstadt La Gomeras. Dort besichtigten wir noch den Hafen und sahen auch wieder eines der großen Fährschiffe von Fred Olsen. Schon sein Vater engagierte sich in den 20er Jahren auf den Kanarischen Inseln. Er kaufte große Ländereien im Süden La Gomeras und erwarb zugleich die von den Einheimischen als ziemlich wertlos erachteten Wasserrechte. Olsen ließ Tiefbrunnen bohren, trieb Wasserstollen in die Berge und baute sogar eine Talsperre. So konnte er riesige Tomaten- und Bananenplantagen bewässern. Hunderte von landbesitzlosen Gomeras wurden angeworben, um die Ländereien zu bewirtschaften. Olsen baute Häuser für seine Plantagenarbeiter, in denen einige mietfrei wohnen durften. Damit nicht genug, engagierte er sich auch im interinsularen Fährverkehr. Thomas Olsen vererbte seinem Sohn Fred ein Imperium, das dieser bis heute stetig zu vergrößern trachtete. Die Fred-Olsen-Reederei hat immer weiter Land auf La Gomera aufgekauft und ist heute bedeutendster Großgrundbesitzer und Arbeitgeber der Insel. Wir verbrachten jedenfalls nicht nur die Nachmittage, sondern auch die Abende in sehr schöner Atmosphäre. Die letzte Wanderung unseres Urlaubs führte uns durch einen Barranco im Süden der Insel zum Ort Lo del Gato. Von hier hatten wir nochmals einen herrlichen Blick auf den Roque de Agando, den übrig gebliebenen Basaltschlot eines Vulkans. Vom Ort weg ging es dann die eine Barranco-Wand steil bergauf. Die Sonne brannte auf uns herunter und wir verbrauchten alle unsere Wasservorräte. Da das Ende unseres diesjährigen Sommerurlaubs nahte, beschlossen wir, den nächsten Tag im Hotel zu verbringen und richtig zu faulenzen. Wir waren der Meinung, dass wir uns dies nach all den Wanderungen redlich verdient hatten. Nach einem letzten Tennismatch genehmigten wir uns am Abend noch einen letzten Drink an der Bar.
nächsten Tag fuhren wir mit dem Bus nach San Sebastian, wo unsere Fähre bereits auf uns wartete. Ein letzter Blick auf La Gomera. Vom Flughafen Teneriffa aus startete unser Rückflug nach Wien, der völlig problemlos verlief.